Wieder mal herzlich willkommen beim Gitarrensammler. Heute habe ich wieder eine Gibson für euch. Gibson spielt in meiner Sammlung die größte Rolle und ich denke, dass auch keine andere Marke in Sammlerkreisen so attraktiv ist wie Gibson selbst. Obwohl heute, das ist gar keine besonders wertvolle Gibson. Es ist eine Les Paul Studio aus der Jam Series aus 1996. Warum jetzt eine Studio, wenn man in der Sammlung ohnehin schon ein paar Custom Shop Les Pauls hat, die hier wesentlich höher einzuschätzen sind? Studio bedeutet ja grundsätzlich eine eher schmucklose Variante der Les Paul. Da ist einiges zurückgenommen worden. Das Griffbrett hat zum Beispiel keine Einfassung. Auch der Body ist ohne Binding durch ausgeführt. Die Kopfplatte hat nicht das schöne eingelegte Logo, sondern nur einen goldenen Aufkleber mit dem Gibson-Schriftzug. Also alles in allem wesentlich schlichter. Aber, und das hat mich besonders angesprochen, diese Les Paul hat P90 Tonabnehmer. In der letzten Folge habe ich euch ja die Neubauer Semitele gezeigt. Auch die hat die P90 Tonabnehmer. Und trotzdem ist das ein ganz anderer Ton, den diese Gitarre produziert. Die Neubauer semiakustisch mit geschraubtem Hals, das ist typische Les Paul Bauweise. Verleimter Hals, noch dazu ein ordentlich fetter, runder Hals, ein schönes Halsprofil, ein Mahagoni Body, eine Ahorndecke, auch wenn man sie unter der Lackierung nicht sieht. Und dann eben diese wunderbare blaue Lackierung, die mir besonders gefallen hat. Was bedeutet diese Jam Series? Jam für Gemstone, für Edelsteine. Gibson hat eine limitierte Serie aufgelegt im 96er Jahr mit 5 verschiedenen Edelstein-Varianten. Das ist die Saphir-Variante, wie man ja leicht sehen kann. Es gab noch Amethyst, Topaz, Rubin und Smaragd. Aber die haben mir am besten gefallen. Der Amethyst wäre auch ein Tipp gewesen, der mir gut gefallen hätte. Die Topaz hat ein Sunburst, das ich eigentlich eher unpassend finde. Und bei der Ruby und bei der Emerald ist es halt so, dass die Gitarre auf der Rückseite nicht die schöne Farbe von vorne hat. Die blaue und die violette sind jeweils der Hals, der Korpus hinten und vorne in dieser Farbe lackiert. Also eine schöne Sache. Gregor Hilton, den ich bei der Gelegenheit auch mal lobend erwähnen möchte, ist Händler in Deutschland und ein sehr zuverlässiger Handelspartner. Mit dem Gregor habe ich immer wieder gerne Geschäfte gemacht und auch diese Gitarre stammt von ihm. Und er hatte damals eine Sammlung von Jam Les Pauls aufgekauft und hatte alle Farben dort liegen. Ich hatte also die freie Wahl und ich wollte die blaue. Was macht denn nun den P90 in der Les Paul im Vergleich zu den üblichen Humbuckern aus? Der P90 ist ein einspuliger Tonabnehmer, aber nicht so klar und dünn im Sound wie zum Beispiel bei einer Stratocaster, sondern schon etwas kräftiger, aber auch nicht so fett und cremig wie der Humbucker. Er liegt irgendwo dazwischen, gerade im bluesigen Bereich hat das absolut seine Berechtigung und ist eine interessante Variante. Ich hatte immer ein bisschen Angst, dass die zu viele Einstreuungen und Brummgeräusche produzieren, aber das ist bei dieser Gitarre gar kein Problem. Aber horchen wir uns vielleicht ein Beispiel an. Ich habe gerade die Begleitung für Bring It On Home To Me von Van Morrison auf den Looper gespielt und will da jetzt ein paar Töne drüber spielen, damit man mal hört, wie klingt denn die Les Paul mit dem P90. Das war jetzt zum Beispiel die Gitarre ganz direkt in einen Fender Blues Junior Tweed-Verstärker hineingespielt, ohne Effektgeräte, ohne alles. Also klingt ganz sauber und schön. Wenn man zum Beispiel dann nur auf den Halstonabnehmer geht, wird es schon fetter und mehr angezerrt bei der komplett gleichen Verstärkereinstellung wie vorher. Also man hört, es gibt durchaus Varianten. Auch der reine Stegtonabnehmer. Natürlich etwas dünner. Also die Kombination Les Paul P90, dazu das schöne alte fette Halsprofil, ist in der Jam-Serie wirklich gelungen. Kein Wunder, dass diese Gitarren relativ hoch gehandelt werden und wesentlich attraktiver sind als die normalen Studiomodelle.
Bei der war auch noch ein schöner Koffer dabei, der braune Originalkoffer, wir werden ihn einblenden, mit dem schönen violetten Innenleben. Also, eine Les Paul Gem Series ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich bin froh, dass ich meine habe, ganz egal, ob es teurere Les Pauls in der Sammlung gibt. Es muss nicht immer teurer sein. Danke wieder fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal beim Gitarrensammler.